Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition! Ich wollte eigentlich gerade so einen Freudenschrei ausbringen. Mir ist es dann aber versagt in der Stimme. Ich wollte auch irgendwie einen Frosch am Hals. Wir sind hier noch in unserer Feste und bequatschen eigentlich gerade alles mit unseren Leuten, aber wer bist du denn? Wo ist Cullen? Inquisitor? Falls ihr den Kommandanten sucht, er wollte zu einer Unterredung mit Sucherin Pentagast. Aha, sowas aber auch. Nicht, dass es ums Lurium geht. Was ist denn hier los? Ach, guck mal sie mal an. Hier gibt es ja auch noch eine Leiter. War ich hier jemals oben? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen wir mal. Wir haben jetzt schon echt interessante Sachen wieder erfahren. Und mit Solus gerade über die Elfen gesprochen. Das war auch mehr oder minder interessant. Das ist nur die Leiter, ne? Oh Mann, das verwirrt einen immer. Man kann übrigens in dieser Feste nicht sterben. Ich könnte mich jetzt hier über die Mauer segeln lassen. Ist egal. Nee. Huch. Wir müssen hier langsam auch mal ein bisschen aufräumen. Diese Räume sehen immer noch aus wie der letzte Rest. Cassie, du bist da. Yay! Ja, genau. Wie gesagt, man kann sich hier einfach runterstürzen lassen. Cassie, was machst du denn da mit Cullen? Inquisitor. Wo ist denn Cullen? Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Wo hast du ihn versteckt? Finde heraus, warum sie sich treffen. Wir haben ja auch überall noch Quartiermeisterin, neue Quest. Der eiserne Bulle hat was. Was? Bei dem waren wir doch erst. Wer ist denn Marie denn? Kenne ich auch nicht. Cullen. Ach, guck mal, Blackwell hat auch wieder was zu erzählen. Ja, wir müssen die alle noch abgeben. Abgehen. Durchsetzungsvermögen. Was macht er denn da? Hier ist doch die Küche, oder nicht? Huch. Ihr habt mich um meine Meinung gebeten und ich habe sie euch mitgeteilt. Erwartet ihr etwa, dass ich sie wieder ändere? Ich erwarte, dass ihr euer Wort haltet. Es ist grauenhaft. Ich kann... Ihr habt so wenig Vertrauen in euch selbst. Das alles ist sinnlos, wenn ich nicht fähig bin, meine wenigen verbliebenen Eide zu halten. Ist es euch wichtiger, das Gesicht zu wahren, als zuzugeben? Na, Lyrium-Probleme? Wir werden uns später darüber unterhalten. Und da sagen die Leute, ich wäre verbohrt? Das ist lächerlich. Hat euch Cullen erzählt, dass er kein Lyrium mehr nimmt? Ja, hat er. Ihr solltet auf ihn aufpassen. Ist das jetzt so ein Du-Du-Du? Muss er jetzt auf ihn aufpassen? Ich finde es tapfer. Ja, und ich respektiere seine Entscheidung. Genau wie ich. Nur ist er nicht bereit, mir zuzuhören. Cullen hat mich gebeten, einen Ersatz für ihn zu finden. Aha. Ich habe abgelehnt. Es ist nicht notwendig. Abgesehen davon würde es ihn vernichten. Und das, nachdem er so weit gekommen ist. Ja, nicht, dass er... Er könnte ja rückfällig werden, ne? Also es ist... Gebe keinen Drogenabhängigen, der gerade auf Entzug ist, Drogen. Das ist halt, was willst du da sagen? Warum weiß ich nichts davon? Naja, es ist ja vielleicht noch nicht so offiziell, sag ich jetzt mal. Warum hat er sich nicht an mich gewandt? Wir haben lange, bevor ihr zu uns gestoßen seid, eine Vereinbarung getroffen. Als Sucherin konnte ich die Gefahren einschätzen. Wir müssen dringend, der hat jetzt gerade ein Tief, ne? Wir müssen jetzt dringend dafür sorgen, dass er dann nicht nochmal zurückgeht aufs Lyrium. Nee, Shepard, nicht bei sowas. Können wir irgendetwas tun, um ihn umzustimmen? Wenn jemand es kann, dann ihr. Die Magier haben offengelegt, was sie erleiden mussten. Die Templer hingegen haben das nie getan. Sie sind mit Geist und Seele an den Orden gebunden. Und es gibt immer jemanden, der ihre Leine aus Lyrium in der Hand hält. Cullen hat die Chance, sich von dieser Leine zu befreien, um sich selbst und allen anderen, die es wollen, zu beweisen, dass es möglich ist. Er kann es schaffen. Das wusste ich schon, als wir uns in Kirkwall begegnet sind. Redet mit ihm. Entscheidet, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ich werde es versuchen. Ich probiere mein Bestes. Okay, mal speichern. Cullen. Oh Mann, ey. Blöckchen, was machst du denn schon wieder für Sachen?
Euer Gnaden. Naja, der hat jetzt wie gesagt ein Tief, ne? Wir müssen ihm dringend davon mal abraten. Wie komme ich denn jetzt am schlausten? Oh, guck mal hier, untersuchen. What the? Was ist das denn? Die echte Andraste mal zwei. Katalogisiert der Himmelsfeste. Achso, Katalogisierung der Himmelsfeste. Zwei Andraste-Skulpturen aus Stein, aus Olli. Oh, yuppie. Diesmal ist es wirklich Andraste. Sehr robust für eine Menschenstatue, für die Ewigkeit geschaffen. Polieren und Mutter Giselle übergeben zum Segen oder was auch immer. Ich halte mich da raus. Baumeister, geht sie. Andraste. Yippie, wir haben Andraste-Statuen. Hi, Varric. Ich weiß schon gar nicht mehr, mit wem wir gequatscht haben und wem noch nicht. Varric, haben wir dich schon belagert? Ich glaube schon, ne? Warum ruckelt's denn jetzt? So kannen. Das werden wir doch hier mal lösen können. Hör auf, das anzuschreien. Zu starren. Beim Atem des Erbauers. Ich habe euch nicht reinkommen hören. Ich... Bitte entschuldigt. Das macht dich fertig. Das ist total normal. Rede mit mir. Kallen, wenn ihr über etwas reden müsst. Ihr müsst das nicht... Oh Gott. Ich wollte nie, dass es mich derart beeinträchtigt. Das weiß ich, aber du wirst es schaffen, Mensch, Löckchen. Werdet ihr es durchstehen? Ja. Ich weiß es nicht. Ihr habt gefragt, was im Zirkel von Ferelden geschehen ist. Er wurde von Abscheulichkeiten überrannt. Die Templer, meine Freunde, wurden abgeschlachtet. Ich wurde gefoltert. Sie versuchten, meinen Geist zu brechen und ich... Wie kann man noch derselbe sein, nachdem man so etwas erlebt hat? Aber ich wollte im Dienst bleiben und wurde nach Kirkwall versetzt. Ich vertraute meiner Kommandantin. Und wofür? Ihre Angst vor Magiern endete im Wahn. Der Zirkel von Kirkwall fiel. Unschuldige starben auf den Straßen. Versteht ihr denn nicht, dass ich mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben will? Doch, natürlich verstehe ich das. Ich habe auch noch die Szene ganz genau im Kopf. Cullen, es war vielleicht nicht Shepard, der bei dir war damals, aber es war der Wächter, der im Zirkel war. Und Cullen wurde so heftig gefoltert, dass er dich den Tod gewünscht hat. Oh Mann, ey. Es ist echt kein guter Zeitpunkt, aber wie stehen das durch, Digga? Digga, komm! Natürlich verstehe ich es. Ich... Nicht. Ihr solltet meine Taten hinterfragen. Ich dachte, das hier würde mir helfen. Mir die Kontrolle über mein Leben zurückgeben. Aber ich bekomme diese Gedanken einfach nicht aus dem Kopf. Wie viele Leben hängen von unserem Erfolg ab? Ich habe mich dieser Sache verschworen! Ich werde der Inquisition nicht weniger geben als der Kirche. Ich sollte es nehmen. Nein. Ich sollte es nehmen. Oi, 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 oi. Kein Lyrium. Du brauchst es nicht, Cullen. Du brauchst es nicht. Ihr gebt genug, Cullen. Mehr verlange ich nicht von euch. Die Inquisition kann eure Chance auf einen Neubeginn sein, wenn ihr es wollt. Du schaffst es. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Es ist möglich. Also gut. Du schaffst das. Das ist nur eine Phase. Oh, Shepard, das war viel zu wenig. Geh doch mal hin und drück den Kerl doch mal. Cullen, das musst du schon packen. Aber es ist eine voll dramatische Szene und da passiert sowas. Mann, ey. Ich brauche einen Moment für mich. Können wir uns ein andermal unterhalten? Ja, klar. Ja, und die kriegt Macht dazu, ne? Ist ja prickelnd. Oh, Cullen, ey. Mach Sachen. Ah. Ja, es ist jetzt natürlich ein Tief. Er ist abhängig von dem Zeug und... Ja. Es ist halt Tatsache echt so wie mit Drogenabhängigen. Du darfst ihm das Zeug einfach nicht mehr geben. Cullen wird's schaffen. Cullen ist stark. So, Varric, du, mit dir hatten wir doch schon gesprochen, ne? Was kann ich für euch tun? Ja, hatten wir. Man sieht sich. Mann, das nimmt einen voll mit jetzt mit Löckchen. Also mich nimmt das voll mit.
Vivienne? What the... Die steht doch... Ja, genau, die steht da oben. Liliana, Solis, Dorian könnten wir auch nochmal reden. Und Morrigan steht hier übrigens auch noch. Ja, ich erinnere mich. Cole, und wo ist jetzt Sarah eigentlich? Sarah hier unten. Und wir haben hier noch Meriden. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Okay, jetzt gehen wir mal gucken, wer hier Meriden ist. Ich hoffe, das regelt sich da mit Cullen. Oh Mann, ey. Euer Gnaden. Hi. Kann grad nicht. Hier haben wir zwei Quests. Nee, drei sogar. Warte. Sam Morris. Morris, hast du was? Was ist los? Oh, beim Erbauer. Ihr ahnt nicht, wie viele Briefe ich wegen des Aufruhrs in Hallam Shiral bekommen habe. Glücklicherweise habt ihr mehr Fäden verknüpft als durchtrennt. Wobei die Lage immer noch verwirrend ist. Ja, das ist halt so. Gibt es mit Hallam Shiral Probleme? Mit Hallam Shiral gibt es immer Probleme. Wir haben einige Verträge verloren, sie aber mehr als aufgewogen. Die ein oder andere Empfehlung könnte allerdings einige durchtrennte Fäden wieder verknüpfen. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Das solltet ihr besser an eurem Kartentisch entscheiden. Und dem komme ich lieber nicht zu nahe. Ja, weißt du, das ist denn so wie so ein Alarmbutton. Das ist so ein... Und drückst du drauf und geht dann gleich die Sirene an und so. als würde man jetzt da am Kartentisch und was... Oh Mann, diese Leute. Sind wir gut versorgt. Wie läuft es? Haben wir alles, was wir brauchen? Sollten wir. Jetzt, wo die Himmelsfeste wie ein Leuchtfeuer erstrahlt, sagt, was ihr braucht und ich besorge es euch. Ich werde diesen Faulpelzen Beine machen. Ich glaube, dieser Posten gefällt mir. Genau. Weitermachen. Wir sind hier, wenn ihr etwas braucht, Inquisitor. Ja, du mauserst dich ja da auch schon. Okay, Verkauf von Waffenplänen aushandeln, Einsatz verfügbar am Kartentisch. Hier ist ja Wundarzt drinne. Uiuiui, gibt's hier eigentlich noch was? Braucht ihr was? Habt ihr schon von den neuen Behandlungsmethoden aus Orle gehört? Ein in den Schädel gebohrtes Loch heilt angeblich die meisten Gebrechen. Oh. Stellt euch vor, wir wären nicht mehr von der Magie abhängig. Ja, ach so, du meinst so richtig Medizin. OPs und so. Kommt alles später. Das hat euch jetzt in diesem Zeitalter noch gar nicht so viel zu interessieren. Hi, Harding. Way. Yay. Sag mal, wo ist denn jetzt diese Meriden? Ist sie oben? So geht es uns ein. Cabot, der am Wirt. Danke euch. Hier definitiv nicht. Ich trainiere und die saufen und werden dabei auch noch besser bezahlt. Das ist eine Ohrfeige für jeden echten Soldaten. Ich was? Ist das, jetzt was die Gläubigen sehen sollen? Unter dem Aal hätte es das nicht gegeben. Cool. Stolz bei der Arbeit. Das gibt's heute. Hört mal auf zu quatschen, ihr verwirrt mich. Ich hab für den Ben gearbeitet. Einen für die Kaiserin, für Gaspard, Briella, die Herzogin und Cory Pfeffus. Voll auf die 12. Cory Pfeffus? Uiuiui, Sarah wieder in Hochform. Sind sie für euch alle gleich? Wahrscheinlich auch das. Ja, eigentlich schon. Das ist Sarah Shepard. Du redest hier nicht mit weiß ich nicht was. Alles klar. Ihr seid offenbar wütend. Was kann ich tun? Ihr tut schon genug. Es sind die vielen Toten in Hallam Shiral, die mir zu schaffen machen. Ein Koch hier, ein Lakai dort. Scheißegal. Hauptsache, irgendein Arsch wärmt den Thron. Ein hübscher Arsch, zugegeben. Aber wie viele Leben ist der Arsch einer Kaiserin wert? Ach, dieser verfluchte Palast. Wir hätten einfach ein paar Bienen reinwerfen und die Türen verrammeln sollen. Tja, wie viel ist das Leben wert von einem Menschen gegen einen anderen? Ja, 1:1 immer noch, egal wer es ist. Wir trafen Entscheidungen. Das ist in der Tat wahr. Wir haben das Schicksal eines Landes besiegelt. Ich denke, das war die Mühe wert. Natürlich. Orlais wird nie mehr sein, wie es war. Mal davon abgesehen, dass sich nichts ändern wird. Ugh. Wisst ihr, was das Wichtigste ist, das ich aus diesem Schlamassel gelernt habe? Diese eine Sache: Schlaft nicht mit Kaiserinnen. Denn nur darum ging es die ganze Zeit. Außerdem hätte es geholfen, wenn sich Briella nicht wie eine Idiotin verhalten hätte. Ohne diese Pissnäcke wäre alles ganz anders gelaufen. Sarah, Sarah. Sie haben alles verschlimmert, die Kaiserin.
So einfach ist das nicht. Ja. Es ging um weit mehr als den Streit zweier Liebender. Oh, sicher. Doch, wirklich. Wegen dem Loch im Himmel? Pff. Schwachköpfe gab es vorher schon und wird es auch danach geben. Vielleicht sollte ich mir ein paar Pfeile aufheben, was? Nicht wegen der Bresche, Sarah. Aber es ging doch jetzt nicht um die Beziehung von den beiden Damen, sag ich jetzt mal. Schön, euch zu sehen. Ihr passt nicht zu... Kann man sie rauswerfen? Jetzt echt? Zufrieden mit der Entwicklung? Entwickelt sich alles wie erwartet. Es war höchste Zeit, dass wir diesen Korybleus in den Arsch treten. Jetzt weiß er mal, wie es ist, einen Tritt in die Nüsse zu kriegen, was? Ich bin mal gespannt, wie viel sie noch mit Kori verbinden kann. Uiuiui. Das Geilste ist, was ja... Was haltet ihr von den Leuten, die ich um mich geschart habe? Passt auf. Ihr immer mit euren Leuten. Also gut, welche meint ihr? Warte mal. Vivienne ist das Geilste. Was haltet ihr von Vivienne? Sie ist ein Mist, aber das weiß sie selbst, hoffe ich. Das ist aber toll. Ich weiß gar nicht, ob sie ihre Meinung mal geändert hat. Ach ja, Blackwall, wir kommen auch gleich zu dir runtergestiefelt. Was sagt ihr zum Eisernen Bullen? Ha, bei dem frage ich mich so einiges. Wie eure Frauen aussehen zum Beispiel. Uff. Ob sie überhaupt jemanden mag? Ich habe keine Ahnung. Was fällt euch zu Varric ein? Varric? Zu klug. Er redet ständig, sagt aber nie etwas gerade heraus. Ja, ist clever, unser kleiner Zwerg. Was ist mit Solas? Solas? Der lebt doch 1000 Jahre in der Vergangenheit. Ich weiß, es ist zwar dasselbe, was ich schon mal gesagt habe, aber ich finde das so göttlich. Was denkt ihr über Cassandra? Sie ist längst nicht so zugeknöpft, wie sie tut, oder? Aber standhaft ist sie. Ich würde mich im Zweifelsfall immer hinter sie stellen. Ja, das ist doch mal was Positives. Und wir wissen ja auch, Cassie hat ein ganz weiches Herz. Wenn ihr euch erinnert an das Buch von Varric. So eine richtige Romantikerin, ne? Was ist mit Dorian? Ihr treibt es mit ihm. Dazu kann ich nicht viel sagen, aber ich tue es trotzdem. Ja, musst du jetzt aber auch was sagen. Yes, Sarah. Sie sagt jetzt gar nichts mehr zu Dorian, ich verstehe. Was sagt ihr zu Wächter Blackwall? Der ist einfach zu gut, oder? Ich würde ihn gerne ohne seine Uniform sehen. Nein, nicht was ihr denkt. Ich hab doch gar nichts gedacht. Was ist mit Cole? Dazu sage ich nichts. Das Ding ist einfach nur falsch. Hey, Sarah. Reicht. Wir unterhalten uns später. Auch gut, ich bin hier. Koryphäe, Korybleus. Uiuiui. Komm, wir kürzen es mal ab hier. Zack. Und erstmal wieder raus. Blackwall. Ja, Blackwall. Mal aufsuchen. Inquisitor? Hallo. Müssen wir noch zum Händler? Ich glaube nicht. Oh, die... Warte mal. Wer ist denn von euch für den Arkan-Krieger zuständig? Warst du das? Oder bist du die Rissmagierin? Hallo. Ja, ich warte darauf, dass ihr eure Aufgabe abschließt. Ja. Wenn ihr es tut, könnt ihr ein Rissmagier werden. Ich weiß, wie man es überlebt. Und ich kann es euch lehren. Mhm. Es ist unglaublich. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich habe das doch schon mal bequatscht. Also gut, sagt mir, was ich machen muss. Ihr habt die Anweisungen bereits erhalten und müsst sie genauestens befolgen. Jojo. Falls nicht, kann dies schlimme Auswirkungen haben. Sehr gut. Für die Rissmagierin haben wir auch noch nicht alles vollständig, aber für sie eventuell. Rekrut, ich warte darauf, dass ihr euren ersten Befehl befolgt. Erst dann könnt ihr lernen, selbst zu führen. Obwohl du eine der unsympathischsten bist von den dreien hier, bist du die arkane Kriegerin, Meisterin, whatever. Ich bin bereit, von euch zu lernen. Ihr habt eure Anweisungen, Rekrut. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Ich muss dann nur noch so ein Dings friemeln, ne? Dingsbumstisch. Ja, Die Soldaten machen mich nervös. Sie sitzen hier rum und werden immer gereizter. Es kam auch schon zu Auseinandersetzungen. Die sollten mal mit dem Bullen einheben. Dem sitzt so ein bisschen besser drauf. Hey, Blackwall.
Trinkt ihr einen Schluck mit mir? Ich könnte etwas Gesellschaft brauchen. Ja, ist ja hier so ein bisschen abseits, ne? Ist ja auch im Vorjahr ein kleiner Eremit gewesen. Voll ausgelassene Stimmung hier. Als ich ein kleiner Junge war, gab es da diese Gossenkinder, die sich in der Nähe unseres Hauses auf den Straßen herumgetrieben haben. Eines Tages fanden sie einen Hund. Ein bemitleidenswertes kleines Geschöpf. Es kam auf der Suche nach Fressen zu ihnen. Sie haben ihn gefangen, ihm ein Seil um den Hals geschlungen und ihn aufgeknüpft. Wisst ihr, was ich getan habe? Ich hoffe jedenfalls, dass du den Hund gerettet hast. Gerade noch so. Ihr habt sie aufgehalten und den Hund befreit? Ich habe gar nichts getan. Nicht einen verdammten Finger habe ich gerührt. Ich habe geweint. Ich sah, wie er mit den Beinen strampelte, wie sich sein Hals dehnte und krümmte. Und ich habe mich umgedreht, bin ins Haus gegangen und habe die Tür geschlossen. Ich hätte es meinem Vater sagen oder irgendjemanden informieren können, aber ich habe es nicht. Ich habe einfach so getan, als würde es nicht geschehen. Oh Mann, Blackwall. Ja gut, du warst ein Kind. Ihr habt gesagt, ihr wart noch ein Junge. Ich war alt genug, um zu wissen, dass der Hund leidet und dass es falsch war. Ich hätte diese Schlinge ebenso gut selbst zuziehen können. Wir könnten die Welt besser machen. Es ist nur eben einfacher, die Augen zu verschließen. Und warum? Warum hast du das denn nicht getan? Nichts, was es wert ist, getan zu werden, ist einfach. Seht euch nur an. Ihr hättet das Richtige getan. Wir können uns glücklich schätzen, dass es auf der Welt Leute wie euch gibt. Die Welt ist voll von solchen Hunden. Von irgendwelchen dämlichen Schwachköpfen, die nicht wissen, von wem man sich besser fernhält. Boah, ist ja eine ganz fröhliche Geschichte. Oh. Der Bulle hat... Sag mal, Bulle, was ist denn heute los mit dir? Du willst ganz häufig sprechen mit mir. Ach, komm schon, Cram. Ich habe mir den Arsch abgearbeitet, um dir diesen Schritt zu zeigen. Du hast noch genug Arsch übrig, Häuptling. Euer Gnaden. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe einen Brief von meinen Kontakten bei dem Ben Hasrat erhalten. Hab ihn schon mit Rotschöpfchen überprüft. Rotschöpfchen? Reden wir unter vier Augen? Ist doch egal. Vor Cram ist das okay. Wollt ihr das unter vier Augen besprechen? Ich habe nichts von meinen Jungs zu verbergen. Außerdem muss ich jetzt irgendwas schlagen. Du weißt, dass sie Übungspuppen haben, Häuptling. Übungspuppen würden sich gegen den Schildschlag vermutlich zur Wehr setzen. Aber reden wir über diesen Brief der Ben Asrat. Ja, was steht denn drin? Was stand in dem Brief? Die Ben Asrat haben meine Berichte gelesen. Sie mögen Korypheus und seine Venatori nicht. Und rotes Lyrium mögen sie überhaupt nicht. Sie sind bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Mit euch, Boss. Die Kunari und die Inquisition. Im Kampf vereint. Das ist ja mal was. Ja, der Bulle, der sendet immer Berichte rüber an seine Gruppe, an die Truppe sozusagen. Das hat er aber ganz zu Anfang mal erwähnt. Also insofern überrascht mich das jetzt nicht. Er hat ja auch gemeint, das sind jetzt nicht allzu wichtige Informationen. Also ich bin interessiert. Das könnte eine mächtige Allianz werden. Oh ja. Mein Volk ist noch nie eine echte Allianz mit einer fremden Macht eingegangen. Das wäre ein großer Schritt. Sie haben von einer gewaltigen Schiffslast mit rotem Lyrium erfahren. Draußen vor der Küste. Sie wollen, dass wir gemeinsam zuschlagen. Angeblich schicken sie sogar eines ihrer Schlachtschiffe. Ich wollte schon immer mal eines dieser riesigen Kriegsschiffe in Aktion sehen. Hast du das gesehen? Los, geh dich waschen. Sie wollen die Schmuggler nicht warnen. Also keine Armee. Meine Sturmbullen, ihr, vielleicht ein paar Mann als Unterstützung. Oh, das klingt gut.
Stimmt etwas nicht? Ja, vielleicht gibt's doch einen Haken. Erstmal das. Was bringt uns diese Allianz wirklich? Sie würden das Wort Allianz nicht benutzen, wenn es Ihnen nicht ernst damit wäre. Seemacht. Mehr Berichte der Ben Asrat. Konari-Soldaten, die gegen die Venatori kämpfen. Das Ganze könnte viel Gutes bewirken. Ich verstehe. Jetzt mal ganz, mal so eine Frage vorab, ne? Wisst ihr, warum Bulle sein Auge verloren hat? Ich wüsste gern mal, wie das zustande gekommen ist. Nur mal so am Rande, jetzt fragen wir eben mal nach dem Haken. Ihr scheint nicht ganz glücklich darüber zu sein. Nein, mir geht es gut. Es ist nur... Ich bin es gewohnt, dass sie da drüben sind. Es ist eine Weile her. Ja, gut. Ich kann das auch verstehen. Ich dachte, die Kunari wollen ihren Einfluss auf die ganze Welt ausweiten. Ja. Ich dachte nur nicht, dass ich es erleben würde. Wisst ihr, das Kun beantwortet viele Fragen. Vielen Leuten bietet es ein gutes Leben. Aber es ist eine große Veränderung. Und viele der Leute hier kämen mit dieser Art von Leben nicht sonderlich gut zurecht. Aber es ist ja nicht so, dass wir konvertieren. Das ist nur eine gemeinsame Anstrengung gegen Korypheus. Was das betrifft, sind wir uns einig. Na, dann klingt das doch umso besser. Also, ich bin dabei. Ich denke, die Inquisition könnte ein wenig Hilfe von den Konari gebrauchen. Gut. Ich informiere gleich Kallen und Rotschöpfchen. Wir können uns zusammensetzen, wann immer ihr bereit seid. Ja, das machen wir auch. Aber dann erst wahrscheinlich in der nächsten Folge, sonst schaffe ich das ja gar nicht mehr. Reise mit dem Bullen zur Sturmküste. Oh, das klingt aufregend. Das können wir ja mal nächste Folge dann machen. Ansonsten habe ich jetzt, ich muss gerade mal überlegen, ob ich hier jemanden vergessen habe. Morrigan wollte ich noch quatschen, die ist halt im Garten, also hier hinten. Und, hi. Ein paar Minütchen haben wir jetzt noch. Ich rausche schon mal zu Dorian hoch, das ist der letzte Charakter, den wir jetzt, oder? Ist das der letzte? Ich glaube schon, ne? Wir haben mit jedem gequatscht. Haben wir? Ich habe bestimmt wieder jemanden vergessen. So, auch mal speichern. Ist immer gut. Huch, was war das denn? Gibt's bei dir was Neues? Ich muss zugeben, es fühlt sich gut an, mein Amulett zurückzuhaben. Ich habe also offenbar doch ein bisschen daran gehangen. Verdammtes Ding. Ja, das, ja, kann ich mir vorstellen. Gut. Ich sollte gehen. Dann kommt einfach heute Abend wieder. Ach so, also der Dorian ist auch so ein charmanter Koketter, ne? So. Dann werde ich jetzt, eigentlich die Folge beenden. Wir gucken mal nächstes Mal, dass wir mit dem Bullen dann zur Sturmküste reisen. Und das war's dann soweit. Ich hoffe, ich habe echt jetzt keinen vergessen, ne? Ich habe da meist nicht so den Überblick. Okay, in der, ich werde mal mein Inventar sortieren, dann rausche ich mal dahin und dann verabschiede ich mich. Bis dann, tschüss.